Mein Name ist Albert. Herzlich willkommen bei AGF Radio TV. Hola amigos, da sind wir wieder. AGF Radio TV zum Wochenende, zum Sonntag mit den Nachrichten. Zwei Wochen haben wir verpasst. Ich werde aber nicht alles aus den letzten zwei Wochen, sondern eher aus der letzten Woche erwähnen. Es ist nämlich auch eine ganze Menge, deswegen geht's gleich los. Karma kommt. Ja, das haben wir vor einigen Wochen schon gehört. Jetzt kommt es nochmal und zwar live in Farbe, Ton und Bunt und zwar in Form einer CD. Die wird am 9.10. erscheinen. Und dazu hatten wir ja auch vor etlichen Monaten in den Nachrichten, gab es ein paar Videoaufnahmen in Köln und in Frankfurt am Main. Die sind in Form einer Bonus-DVD mit einigen Ausschnitten auch mit dabei. Der Vorverkauf hat bereits gestartet. Alle Informationen und Links dazu sind selbstverständlich hier unten. Ja, und einen kleinen Teaser gibt es auch dazu, der ist ebenfalls verlinkt. Serum 114, die haben Mitte August ja ihre DVD. Nein, Carrie. Mäu. Ah, guckt euch mal die Störenfriede an. Serum 114 haben ja Mitte August ihre DVD bzw. Blu-ray rausgebracht. Live aus Hamburg und damit haben sie es jetzt auf Platz 3 der Musik-DVD-Charts geschafft. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Der Vorverkauf fürs Feuer- und Eisfestival ist gestartet und auch an dieser Stelle nochmal, das Feuer- und Eisfestival ist nicht mehr unser Festival, gibt einen neuen Veranstalter dafür. Nichtsdestotrotz ein feines Line-Up natürlich, in Adelsheim findet das Ganze wieder statt, also man könnte meinen Back to the Roots, aber also ja, lassen wir das so stehen. Mit dabei sind unter anderem die Krawallbrüder, Tekin Proleten, Stainless Steel, Zornwinkler und noch einige andere mehr. Wo ihr die Tickets und alle anderen Informationen bekommt, das seht ihr natürlich unten in der Informationsbox. Und noch mehr Live-Musik. Rammstein, die bringen ja demnächst ihre Live-DVD bzw. auch Live-Blu-ray in Amerika raus. Live aus dem Madison Square Garden und dazu gibt es jetzt ein weiteres Video, was uns zeigen soll, wie diese DVD am Ende ist. Und zwar zu dem Song Ich tu dir weh. Läuft hier neben mir ab, DVD und alles ist schon vorbestellbar. Ja. Neurodox, die bringen ein neues Album raus und zwar ist es am 26.11. soweit. Stein für Stein wird das Werk heißen. Ja, Informationen dazu, wie immer. Für das Spreewald Rock Festival sind weitere Bands bestätigt. Mit dabei sind jetzt Rotz und Wasser und Discipline. Die Suche hat ein Ende. Enorm haben einen neuen Rhythmusgitarristen gefunden. Rob heißt der junge Mann. Rob. Wie auch immer. Und wird die Band ab sofort begleiten. Der war, glaube ich, schon auch auf ein, zwei Konzerten mit dabei. Ihr könnt ja mal in den Videos von Enorm nachgucken. Die letzten von der Onkelsnacht Schweiz und von dem ESC-Treffen sind verlinkt. Hier mit im Bild. Da und da. Und da vielleicht. Brennstoff, da hatten wir ja schon vor einiger Zeit gesagt, dass sich da wieder was tut. Jetzt ist der Name des Videos bekannt gegeben worden, beziehungsweise geleakt, wie man so schön auf Niederbayerisch sagt. Sie haben nämlich ein Foto davon online gestellt, also es ist gar nicht so wirklich geleakt, sondern es ist einfach veröffentlicht worden. Klare Worte ist der Song und wann und wie das Ganze rauskommt, das erfahrt ihr natürlich bei uns oder bei der Facebook-Seite von Brennstoff. Unerz, die bringen am 30.10. ihr Album Jetzt oder Nie raus und dazu gibt es einen kleinen Videoeinblick, wie das Ganze werden soll und Special und so wird es bestimmt bei uns auch geben. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden und kommen jetzt zu jeder Menge Terminen bzw. Veranstaltungen, die so neu mit dazugekommen sind. Hat ja für sehr viel Rummel gesorgt, die Freiwild-Gold-Veranstaltung. Jetzt gibt es endlich wieder neue Informationen zu diesem Konzert-Goldverleihung-Aftershow-Party. Die findet nämlich nichtsdestotrotz am 25.09. in Hamburg statt. Und zwar an dem wunderschönen Veranstaltungsort TBA, also der scheint noch nicht ganz festzustehen. Nichtsdestotrotz könnt ihr euch jetzt für Tickets bewerben. 1000 Stück gibt es an der Zahl, 600 für mit Konzert und 400 für mit ohne Konzert.
Und Flyer seht ihr neben mir, da stehen auch alle relevanten Informationen drauf und natürlich unten in der Infobox auch. Ja, explizit gegen Krebs steht ebenfalls vor der Tür. Am 19.09. ist es dann soweit, das fünfte Mal wird es diese Veranstaltung geben, zusammen mit den Krawallbrüdern, Unherz und einigen anderen mehr, explizit natürlich. Und geht wie immer alles an einen guten Zweck, diese wundervolle Veranstaltung. Und der Walli von Unherz hat es sich nicht nehmen lassen, einen einmaligen Bass zu versteigern bzw. versteigern zu lassen. Die Versteigerung läuft momentan bei eBay. Ihr könnt ja mal vorbeischauen und vielleicht ein Gebot da lassen. Wie gesagt, geht alles an den guten Zweck. Und gute Zwecke, die mögen wir. Pogo unterm Tannenbaum. Ja, das gibt's auch nicht zum ersten Mal. Aber auch dieses Jahr wieder, und zwar am 28.11. in Salz. Mit dabei sind wie irgendwie immer Propane, Rotz und Wasser, Prellbock und Brothers in Arms. Ja, wo und wie das Ganze stattfindet, natürlich Infobox. Darüber hinaus gibt es eine wundervolle Nachricht aus dem Hause Ehrlich und Laut gibt es nämlich nächstes Jahr zum 10. Mal. Wie soll das Ganze stattfinden? Das will man dieses Mal ein bisschen anders machen als beim letzten Mal, weil gab ja doch ein bisschen hin und her. Dieses Mal heißt es grundsätzlich Back to the Roots, also wieder Hessenhalle, so wie es ja auch schon viele, viele Jahre davor war. Sollten die Vorverkaufszahlen über 4000 gehen, so behält man sich vor, eventuell doch auf ein Open Air auszuweichen. Ich denke mal, das ist halt auch so ein Stück weit finanzielle Sicherheit, weil so ein Open Air ist natürlich schwerer finanziert und durchgeführt als ein Konzert in der Halle, auch wenn das bestimmt ebenfalls schwierig durchzuführen ist. Also das möchte ich hier gar nicht in Frage stellen. Tickets kosten 45 Euro und bis zum 30.09. gibt es noch ein schickes Back to the Roots T-Shirt mit dazu. Bands werden jetzt dann so nach und nach bekannt gegeben. Ich bin auch gespannt wie ihr und deswegen gibt es alle weiteren Informationen dazu. Natürlich in den nächsten Wochen und Monaten. Ja, wir haben einiges an neuen Teammitgliedern. Als erstes dürfen wir den Crash, den Alpenwolf und den Duncan, den nun ja einige schon kennen, im Team begrüßen als Testmoderatoren. Und darüber hinaus hilft uns unser Freund Wag etwas bei der Homepage, dass hier immer alles aktuell bleibt. Und up to date. Ja, herzlich willkommen im Team. Wir freuen uns natürlich auf gute Zusammenarbeit und auf gute Freunde. Neue Reviews gibt es auch, unsere Perli war wieder fleißig, zum neuen Album von den Bonkers, zu dem es am 15.09. auch ein Special geben wird. Gibt es ein neues Review darüber hinaus zu Rockwasser, das Album ist ja jetzt, erscheint ja die in der kommenden Woche, und zu darüber hinaus zu Rockwasser, das Album erscheint ja kommende Woche. Sind ja auch zwei schicke Release-Partys, die habe ich euch mal hier nebendran verlinkt. Bei denen könnt ihr gerne vorbeischauen. Und zu Helden Schwarzer Tage gibt es auch ein Review. Und damit wären wir auch schon am Ende. Gab eine Menge zu berichten. Jetzt wieder bis zu meinem nächsten Urlaub. Nachrichten jeden Sonntag. Also da müsste schon viel passieren, dass ich das nicht mehr hinbekomme. Und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt einen guten Start in die Woche. Und noch einen schönen Sonntagabend oder wann auch immer ihr diese Nachrichten schaut. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Falls ja, dürft ihr gerne einen Daumen nach oben geben. Falls nein, schreibt uns in die Kommentare, warum nicht. Ansonsten abonniert uns und empfehlt uns weiter. Ja. Also dann, bis zum nächsten Mal. Euer Sauberzieher.